Über Geld spricht man nicht, wir schon. Herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Wusstest du, dass du über 210.975,60 Euro Schulden hast, ohne es eben zu wissen? Tja, wusste ich bis vor kurzem auch nicht. So, 2 Billionen oder 17 Billionen Schulden, wie sieht es wirklich in Deutschland aus? Sind beide Zahlen so unwahrscheinlich hoch, dass es sowieso egal ist? Was ist die Differenz? Bei unseren Umfragen, warum viele Menschen Eigentum erwerben wollen, kommt eine Antwort immer wieder. Wir möchten unseren Kindern etwas hinterlassen. Es ist also ein großer Wunsch von uns allen Deutschen, dass wir unseren Kindern eine Zukunft hinterlassen. Aber welche? Wer bezahlt diese eine Zahl Schulden in Höhe von 17,3 Billionen Euro? Das ist also eine 17, eine 3 und dann folgen 6, 9, 11 Nullen. Ja, vor dem Komma. So, offiziell hat Deutschland eine Staatsverschuldung in Höhe von circa 2,4 Billionen. Also das ist eine 2, 4 und dann 11 Nullen plus die 2 hinterm Komma. Nachzulesen verlinken wir unter dem Video, wie immer, das kennst du schon. Woher kommt jetzt diese Zahl von 17 Billionen? Dies ist die Generationenbilanz. Bilanz ist eine Gegenüberstellung von Vermögenswerten zu Verpflichtungen. Kommen tut das Wort tatsächlich aus dem Lateinischen von Bilanz vage. So, das liest du auf www.wissen.de, wieder unterm Video verlinkt. Diese Bilanz wird jedes Jahr für die Stiftung Marktbilanz erstellt. Die Stiftung beschäftigt sich sehr mit dem übergreifenden Thema Generationen. Auch hier der Link. Die Studie respektive Bilanz hat nun festgestellt, dass der deutsche Staat nur ca. ein Siebtel, also 1 durch 7, ca. 14,28% seiner Staatsschulden überhaupt offiziell ausweist. Die tatsächlichen Schulden sind das 4,5-fache der jährlichen Wirtschaftsleistung. Das heißt, jeder Steuerzahler, also du, ich, ne, und viele andere, ja, muss 4,5 Jahre arbeiten und alles, jeden einzelnen Cent abführen, damit diese Lücke geschlossen wird. Warum diese Diskrepanz, warum dieser Riesenunterschied und vor allem, woher kommt sie? Unsere Sozialkassen wie Krankenkasse, Rente und Pflege verstecken in sich enorme Verbindlichkeiten, also Schulden. Vor allem aus bestehenden Leistungsversprechen bei aktuell bestehenden Verträgen. Der demografische Wandel in Deutschland, auch hierzu wieder ein Link, sieht vor, dass die Menschen immer älter werden und mehr Rente beziehen. Jüngere hingegen studieren immer häufiger und fangen später an zu arbeiten und zahlen somit auch später in diese Sozialkassen ein. Und wer in dieser Zeit immer mehr Sozialleistungen bezieht, brauchen wir nicht explizit zu erwähnen. Ich sage nur Stichwort Lampedusa. Auch der Krankenstand nimmt immer mehr zu. Ja, wenn du mehr zu diesem Thema wissen möchtest, auch das haben wir hier wieder unter das Video gepackt. Also manchmal haben wir fast keinen Platz mehr für anderes. Und zwar auf der Epoch Times. Die Studie findest du auf stiftungmarktwirtschaft.de. Und du bist der Meinung, dass Deutschland immer noch das reichste Land in der EU ist? Da sage ich nur LOL. Laughing out loud. Verglichen mit anderen Ländern geht es uns immer noch gut? Fragezeichen. Wir arbeiten aber kräftig daran, dass sich dies bald, sehr bald ändert. Oder sollten wir uns eventuell einmal nach oben orientieren, dann würden wir sehen, dass es uns nicht so gut geht. Vielleicht würden wir dann eventuell etwas ändern wollen. Mein Name ist Ralf Schütt und mit diesem Kanal und meiner Arbeit möchte ich alle Deutschen so schlau machen in Sachen Immobilien, Finanzen und Geld, dass sie nie wieder einen Finanzberater brauchen. So, wenn du da auch Bock drauf hast, dann schließ dich meiner Bewegung an. Wie gesagt, mein Name ist Ralf Schütt. Wenn du mehr Wahrheit im Bereich Finanzen wissen und erlernen möchtest, dann abonniere meinen Kanal, lass einen Daumen zur Seite nach oben oder nach unten, egal, und stell mir gerne deine Fragen. Ich freue mich auf dich und wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, alles Gute, dein Ralf.